Hallihallo und willkommen zu einer neuen Comic-Review, diesmal mit Batman Heft 16, Jokes and Riddles, der Krieg zwischen den Joker und den Riddler. Ja, das letzte Heft in der Reihe, nämlich, wie schon gesagt, Heft 16 hier. Mit einem sehr coolen Cover, wie ich finde. Wir sehen ja jetzt hier den Joker und Riddler. Und Batman, wie er auf dem Boden blutigen Händen und blutigen Karten auf dem Boden liegt. Und wegen irgendeinem Grund richtig leiden muss. Das ist der vierte und letzte Teil dieser Joker-Riddler-Krieg-Reihe praktisch. Davon gab es halt, die Story ist halt durch vier Hefte gemacht. Ist halt durch Heft 13, 14, 15 und 13, 14, 15 und 16 beinhaltet. Und beinhaltet ist in diesem Heft Batman US-Heft 31 und 32. Und erstmal, wir haben hier Tom King ja natürlich als Autor weiterhin und Michael Janin als Zeichner und die Zeichnungen finde ich persönlich sehr, sehr gut. Sind nicht die besten, die ich je gesehen habe, aber trotzdem, was ich dem Zeichner sehr gut hoch anrechnen muss, ist, dass jede Figur unterschiedlich aussieht. Das schafft nicht jeder Zeichner, das muss man echt sagen. Also viele Zeichner haben auch wirklich das Problem, selbst hier und da Leute wie Greg Capullo, dass manche Figuren gleich aussehen. Und das kommt hier weniger vor. Meistens auch so Joker und Riddler sieht man ja hier ganz klar sehen, also jetzt nicht nur von der Hautfarbe und so weiter, aber auch Gesichtsform, Nase, Augen, Kopf und so weiter sehen komplett unterschiedlich aus. Und auch ein Batman sieht anders aus und Selina Kyle, Poison Ivy, jeder sieht anders aus. Und das ist halt wirklich ein guter Pluspunkt für diese Zeichnung und ja. Darum, das wollte ich nochmal gesagt haben, sehr, sehr gute Zeichnungen. Aber der Autor reißt hier auch was ab. Also, ich möchte jetzt hier gerne eine Spoilerwarnung ausrufen für die Leute, die noch nichts davon wissen wollen. Denn ich habe einfach das Verlangen, über den Inhalt hier zu reden, weil es ist Joker und ich habe einfach Bock, wenn es um Joker geht, ist halt einfach geil. Also, ihr seid gewarnt. Denn hier drin verbindet sich Batman ja mit Riddler und auch mit diesem Kite Man, den ja eigentlich, den es schon lange gibt eigentlich, aber eigentlich eine Trash-Figur war. Und Tom King hat den wieder aus der Vergangenheit geholt, aus der Vergessenheit schon, und hat ihn neu aufgewertet und hier eine sehr, sehr gute Story für so eine kleine Randfigur gegeben. Und sehr erstaunt, dass er so eine Trash-Figur wieder zum Leben erweckt hat, praktisch. Und die drei, mit natürlich auch restlichen Gruppen wie Killer Croc und Poison Ivy zum Beispiel, versuchen dann Joker anzugreifen. Und währenddessen kämpfen sie natürlich und so weiter, kennt man ja. Und dann sagt Riddler, dass er Joker praktisch eigentlich die ganze Zeit zum Lachen bringen will. Also praktisch so, dass dieses Ganze, was jetzt so passiert ist, in Gotham sind sehr viele Leute gestorben. Hier gibt es auch oftmals immer diese langen, diese großen Bilder mit Mordopfern und wie sie und von wem sie getötet worden sind. Und da verliert Batman die Fassung. Der rastet richtig aus. Denn noch ein, zum Beispiel bei Kite Man, da ist ja auch der Sohn gestorben, da hat Riddler ja ihn vergiftet und hat sein Vater noch traurig gefragt, komme ich jetzt in die Hölle, weil ich ein böses Wort gesagt hat. Ja, und damit ist das Wort geil gemeint. Und sein Vater musste ihn noch trösten, nein, mein Junge kommt nicht in die Hölle und so weiter und ist dann aber trotzdem ja gestorben. Und da rastet Batman erstmal aus, nimmt ein Messer und will es den Riddler in die Fresse rammen. Das hat mich echt geschockt. Also ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, so, was bringt Batman denn so auf die Palme? Also was er Selina sagen möchte, was ihn so kirre macht, dass er Angst hat, dass sie ihn nicht mehr heiraten möchte. In meinen Augen glaube ich nicht, dass Selina Kyle ihn vorwirft, einen Mord begehen zu wollen. Wenn er es getan hätte, ich glaube, hätte sie nachgedacht. Aber ich glaube, das ist eine andere Sache. Aber das Geilste kommt noch. Obwohl Joker und Riddler im Krieg sind, ne, hält der Joker einfach vor Riddlers Gesicht seine Hand vor. Praktisch, um Riddler vor dem Tode zu schützen, aber noch viel wichtiger, Batman davon abzuhalten, jemanden zu töten und damit
seinen Kodex zu brechen und damit ihn selber zu retten. Weil damit wäre Batman einfach zusammengeknickt und der hätte gar nichts mehr gekonnt. Und dabei fängt der Joker dann auch an zu lachen. Sein ganzes Problem war ja die ganze Zeit, dass er keinen Grund mehr findet, etwas witzig zu finden oder zu lachen. Und das, ja, bringt ihn halt wieder zum Lachen. Und dann kommt halt auch noch so ein Gespräch mit Selina, wo Bruce ihr nochmal einen Heiratsantrag macht und Selina das natürlich mit Ja beantwortet, mit Tränen in den Augen, was sehr, sehr schön ist. Und das letzte Heft hat mich echt noch gekriegt, das muss man echt sagen. Eines wollte ich noch sagen, was ich cool fand. Also es ist ein stumpfer Witz, aber ich muss das jetzt mal suchen, fällt mir gerade eher halt nur ein. Denn Joker stellt jemanden einen Witz, praktisch fragt ihn, ob er wüsste, also ob er sich an ihn erinnern würde in einem Monat, in ein Jahr oder ein paar Sekunden und so weiter. Der Typ, ist ja praktisch eine Geisel natürlich, sagt die ganze Zeit stotternd ja, ja, ja. Und der Joker macht dann seinen Witz klopf, klopf und der Gefangene sagt dann, wer ist da? Und Joker rastet aus, ich dachte, du erinnerst dich an mich und tötet ihn, will ihn dann töten. Und das ist einfach so ein stumpfer, aber irgendwie auch wieder geiler Humor für mich. Irgendwie so voll dämlich eigentlich. Aber irgendwie funktioniert es für mich persönlich. Ja, für mich war das letzte Heft echt noch ausschlaggebend. Das ist generell, die Reihe ist ja sehr so umstritten, muss man ja wirklich sagen. Manche sagen, die ist richtig geil. Die andere sagen, ist gar nicht toll. Ich war auch bei den ersten drei Heften eher so normal. Also ist irgendwie so, ich mag Riddler und Joker sehr, sehr gerne. Batman bin ich ja sowieso ein großer Fan. Und das ist dann so eine Sache, Joker ist da drin. Also mache ich es wahrscheinlich sowieso irgendwie, außer man kackt die Figur wirklich. Aber das macht Tom King hier nicht. Ich muss auch erstmal damit warnen, dass er irgendwie dieses Problem hat, nicht mal zu lachen. Das war auch ein bisschen ungewohnt. Aber jetzt dieses letzte Heft hat mich doch noch überrascht, weil ich hatte auch Angst, dass das, was kommt, mich jetzt nicht so flashen würde. Aber dass Batman jemanden töten möchte und dann auch noch Joker seine Hand praktisch dafür opfert, hat mich wirklich überrascht. Und trotzdem muss man sagen, dass es eine der normaleren Stories mit Joker ist, würde ich mal so behaupten. Also im Vergleich so etwas wie der Tod der Familie. Weil das ist ja sowieso mein Lieblings-Comic und Joker-Comic und so weiter und so fort. Und da hängt das doch schon hinterher. Aber trotzdem ist es sehr unterhaltsam, wenn man die Figuren halt mag. Und ich glaube eigentlich fast jeder mag Joker. Und auch wenn, wir haben auch fast alle anderen Gegner hier drin, weil es ist ja praktisch schon so eine Art Civil War in Gotham City. Und da findet irgendjemand wahrscheinlich sowieso eine Figur, ob es Deathstroke, Deadshot, was weiß ich, wer ist. Und darum bekommt das ganze der Joker-Riddler-Krieg-Event von mir eine 9 von 10. Denn 10 von 10 hat halt sowas offen wie der Tod der Familie, was einen wirklich mega von Hocker herreißt. Und das hier ist auch mega, aber noch nicht so mega mega. Darum nur eine 9 von 10. Aber trotzdem sehr, sehr große Kaufempfehlung für Batman-Fans. Also ich bin ja auch nicht so großer Heftfreund, wegen dem Gelde halt, ne? Aber das ist dann halt so, Joker ist dabei, also hole ich mir mal eben die Hefte rein. Und das Gute ist, du kannst da gut einsteigen, weil es auch in der Vergangenheit spielt und so weiter. Du solltest vielleicht im Hintergrund wissen, dass Bruce Selina schon einen Heiratsantrag gemacht hat. Und sonst kannst du da sehr, sehr, sehr gut einsteigen, wenn du halt so ein cooles Event mit Joker und Riddler haben möchtest. Also das lohnt sich sehr, sehr gut. Ja, das ist jetzt für ein Heft sehr lang geworden. Aber das ist halt so, da muss ich echt ausgiebig über so ein cooles Heft reden. Ja, das soweit, was ich dazu sagen wollte. Wenn ihr das Event denn schon gelesen habt, schreibt einen Kommentar, was ihr davon haltet. Und auf welcher Seite ihr eigentlich wart. Wart ihr auf Jokers Seite oder auf Riddlers Seite? Ich war natürlich auf Jokers Seite, ist ja ganz klar für mich als Joker-Fan, ne? Aber ja, würde mich mal interessieren. Ja, das soweit, was ich dazu sagen wollte. Bis zum nächsten Mal. Ciao.